Wie wir bereits berichtet haben, hat im September das neue Ausbildungsjahr angefangen. Aber noch immer gibt es in Ostbayern viele Lehrlinge, die keine Stelle haben. Genauso gibt es aber viele Betriebe, die keine Lehrlinge finden. Liegt es an den Bewerbern? Sind sie vielleicht zu unmotiviert oder nicht ausreichend qualifiziert? Wir haben uns bei einem Zimmereibetrieb in Riedenburg umgehört. Dominik Wallner macht eine Ausbildung zum Zimmermann. Er ist einer von drei Lehrlingen bei der Firma Jura Holzbau. Eigentlich würde sein Chef Christian Hilgern mehr Azubis einstellen, allerdings mangelt es an geeigneten Bewerbern. Es kommt halt manchmal vor, dass Bewerbungen kommen, wo man einfach merkt, es wird sich beworben, aber nicht, weil man Zimmerer werden will, weil man einfach merkt, da ist eine Lehrstelle frei. Und so richtig passende Bewerber gibt es wenig. Also dass man sagt, man müsste jemanden zurückweisen, wenn man jetzt da die Stellen nicht mehr frei hat, ist eigentlich nicht der Fall. Schlechte Noten sind übrigens weniger das Problem. Vielmehr fehlt die Motivation der jungen Leute. Ja, manchmal, wenn eben solche Bewerber dabei sind, wo man merkt, sie wollen den Beruf nicht unbedingt machen, dann wissen die oft gar nicht, was man für eine Firma ist. Also waren vorher nicht einmal im Internet oder waren bloß im Internet, um die Adresse zum Abschreiben. Und andere wiederum, also die, wo wir auch eingestellt haben, die wissen genau, was wir machen und die haben sich schon immer mit dem Thema Holz beschäftigt oder denen gefällt halt das, dass da was Kreatives entsteht. So wie Dominik Beiner. Er hat das erste Ausbildungsjahr in der Berufsschule als Klassenbester abgeschlossen. Seit September ist er im zweiten Lehrjahr und darf jetzt im Betrieb mit anpacken. Ich finde es also schön, dass man viel draußen ist in der frischen Luft. Man kommt viel rum. Wenn man auf Montage ist oder was, kommt man voll in ganz Deutschland umeinander, teilweise ins Ausland. Und es ist halt einfach schön, wenn du noch sechst, wenn du ein Haus aufstellst, wo noch Familie einzieht oder was. Die meisten Jugendlichen bevorzugen aber dennoch andere Ausbildungsberufe. Seit einigen Jahren scheint die Baubranche weniger populär zu sein. Dabei hat der Beruf des Zimmerers recht gute Aussichten, denn umweltbewusste Holzbauten sind gefragt. Und auch auf der Karriereleiter kann es nach oben gehen. Zimmermannsgeselle Markus Schmitz ist Vorarbeiter und damit quasi sein eigener Herr auf der Baustelle. Man gibt den Ton an, sage ich mal, und dann läuft es miteinander. Und es ist dann zum Schluss schon schön, wenn man Vorarbeiter ist, man hat eine Verantwortung und man sieht, was man geschafft hat. Falls der ein oder andere doch noch auf den Geschmack gekommen ist, die Firma Jura Holzbau sucht noch einen Azubi für das bereits begonnene Lehrjahr. Ansonsten können Interessierte dort gerne auch ein Praktikum machen. Vielleicht lohnt es sich ja auch mal, in die weniger populären Berufe reinzuschnuppern. Infos dazu gibt es auf der TVA-Homepage.